So, und damit sind wir zurück bei Genshin Impact. Wir stehen vor Dwalins Ruinen. Wir wollen der Hauptquest folgen und dem Drachen helfen bzw. befreien. Was ist das letzte Mal oder seit dem letzten Mal passiert? Nicht viel. Außer dass ich meinen ersten 5-Sterne-Char gekriegt habe, und zwar Ganyu. Hier zu sehen. Habe ich mich tierisch drüber gefreut, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das was wird. Ich glaube, ich habe 20 Tries oder so gebraucht und dann kam es raus. Ja. Ansonsten habe ich hier meinen kleinen lustigen goldenen Begleiter dabei. Den konnte man einlösen durch die Schatzsuche, die derzeit noch läuft, vermisste Schätze. Die gibt es noch für 3 Tage. Da kann man sich einen von dreien holen, entweder Gold, Rot oder Blau. Ich habe mich mal für den goldenen entschieden. Ja, weil ich mag goldene Sachen. Okay. Und ansonsten ist an und für sich nichts weiter passiert. Ich habe tatsächlich mir die Zeit genommen, um hier schon außenrum ein paar Portpunkte freizuschalten, aber mehr passiert ist seitdem her auch nicht. Und ja, ich würde sagen, dann versuchen wir doch mal, den werten Herrn Drachen zu besänftigen, beziehungsweise. オイラたちにとっては巨大だけど、タワリンみたいな大きな体でどうやって巣まで戻るんだろうな。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。いや、jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Egal, war nicht wichtig. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wiederholt er alles 1:1. Und Namen tricky, ne? So. Ich weiß aber gar nicht, ob ich anhalten soll, um erstmal alle ihre Gespräche führen zu lassen, obwohl sie gar nicht um einen rumstehen, oder ob ich schon. Weil man weiß nie, wann die aufploppen und wann die durch sind. So, Feuer. Aua. Ach ja, Level-Up habe ich auch gemacht. Habe ich gar nicht großartig mitbekommen, weil ja, ich dachte mir so, okay, machst du ein paar von den Anfangs-Dungeons, ballerst die durch. Und habe dann völlig übersehen, dass eins davon wohl irgendwie Level-Up oder Aufstieg oder sowas hieß. Und zack, war ich dann nicht mehr Level 25 mit gefühlt 10-fachen XP, sondern auf einmal war ich Level 32. Das kam auch sehr überraschend. Das war auch eher kontraproduktiv, weil dann dementsprechend das World-Level anstieg auf 3 und ich diese eine Quest, die meinen Mehrspieler-Modus blockiert hat, erstmal nicht machen konnte. Da habe ich, glaube ich, auch gefühlt 2 Tage dran gesessen. Ja, die letzten beiden Tage habe ich dran gesessen, um die irgendwie hinzukriegen. では、部外者禁止。
次の仕事は？So. ついていきます。Dann heißt es auf nach oben. Ah, das reicht nicht. Glaube ich, ne, reicht nicht. Ich liebe explodierende Fässer. Kann man schon so schön Ping-Pong spielen. Was macht er denn da? Noch habe ich eigentlich viele. Ah. Da fehlt noch ein bisschen. Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch 10 weitere Versuche hinten. Mal gucken, was da rauskommt dann. Komme ich hier durch? Ja, gut. Das sieht auch schon wieder so aus, als würde hier gleich was spawnen. Ah. Nö. Dann einmal. Freischalten wollte ich sagen. So, jetzt haben wir auch die ganze Karte, glaube ich. Ups. Perfekt. Erkundung abgeschlossen. Dann einmal das Tier abholen. Was haben wir da? Oh, auch schon viel zum Einsammeln. Perfekt, so mag ich das. Kann das nicht immer so sein? So. Was haben wir da noch? Auf Stufe 40 hochstufen, das ist auch nicht so schwierig. Verstärke 3 beliebige Waffen auf Stufe 40, das mache ich noch nicht. Abgrundebene 1, davon habe ich noch keine Ahnung. Sehr schön. Dann auf nach oben. Rezept. Vielleicht mal lernen, bevor ich es wieder vergesse. Der steht auch gleich auf. 100 Pro. Ist ein Dingsbums und eine luxuriöse Truhe. Nice. Da ist aber nichts Tolles. Oh, ein Reflexbogen. Der könnte vielleicht nicht schlecht sein. Oder? Ist doch nichts Tolles. Nee, ist nichts Tolles. So, da in der Richtung ist irgendwo noch so ein Ding. Das hole ich aber später.
erstmal hier gucken. これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば、動向の儀式を完了できるだろう。見たところ、動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置して、また様子を見てみよう。さあやってみて。やってみないとどうなるかわからないだろ。Ja, erstmal möchte ich euch alle nochmal anquatschen. Zen wa isoge da. Diluc senpai no itta tori ni doukou sōchi o kaihou shio. Dafür ist immer noch Zeit. Dou shita? Doukou sōchi no kaihou ni torikakarou. Gut, hab nichts zu sagen. Tsuite ikimasu. Oh, ich sollte sie vielleicht mal heilen, wollte ich sagen. Das machen wir mal ganz kurz energiesparend. Ist ja hier sowieso in der Nähe. Wie hatten die jetzt so viel Schaden gekriegt? Ja. Ah, hier geht's nicht mehr hoch. Na gut. Dann halt. Oh, kriege ich den? Ich habe da doch einen Teleportations. Ach, da ist er, ja. So. Das Ding ist aktiv. Das kann ich jetzt bestimmt auch starten. Kann ich nicht. Oh, Kiste. Die Kaijo-Hohoho ist richtig. In diesem Turm gibt es noch 3 Lichtquellen. Das heißt, あと3つ動向装置を探さないと、全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。Déjà vu. Den Dialog hatten wir doch schon mal. Wenn ich mich nicht irre. So, ich wollte gerade fragen, welcher ist am nächsten, aber die sind alle gleich weit weg. Nehmen wir mal. Ja, wobei, ich gucke erstmal, ob ich das einen Animoculus oder wie das Ding heißt, noch kriege hier. Irgendwo hier. Nee, da. Da ist der über uns? Nö. Da ist nix. Da unten ist er doch. Oh. Okay. Komme ich scheinbar nicht hin? Doch. Das wäre ja komisch. Ja, weil klar, dass der jetzt aufwacht.
瑠璃のように落ちなさい。5番、話が通じないならよっしょ、それやっ、はっ、お触り禁止、はっ、やっ、やっ、はっ、やっ、部外者、熱々でしょ。やっ、風神はあ、吹き飛べ。料理の時間だ。はい、そう、und fertig。 So schnell kann's gehen。 Hab ich Port？Ja, habe ich. Dann wählen wir die doch direkt an. Wer spammt mich jetzt hier in Steam zu? Wer wagt es? Die Yuki spammt mich zu. Sogar doppelt. Shigoto ga mada owatte masen. So. Yasunde ii no deshou ka?Irgendwo hier, da ist es. 次の仕事は? はい。 よっ。 Und hier brauche ich auch wieder 3 Stück, wie ich sehe. Oder? Ja. Oder ist jetzt hier was? Nee, hier müssen doch noch. Ich gucke erstmal bei den anderen.Ich habe jetzt das Gefühl, ich brauche 3 für die, von den Fragmenten für jeweils, um eins von diesen Dingern hier zu aktivieren. Will ich meinen. Schade, der eine präsentierte sich gerade so schön hier, aber die anderen scheinen versteckter zu sein. Warte mal, hier war doch gerade eben eine Selie, oder? Mal ganz da oben gucken. Da ist sie doch. Schade, ich hatte gehofft, die bringt uns jetzt das verlorene Teil, aber nein. Was müsste er eigentlich? Kann ja nur da oben sein. Schade, dass diese kleine Seele, die man sich als Begleiter durch die Schatzquest holen konnte, nicht auch wirklich Dinge anzeigt. Das wäre schon etwas hilfreicher. Aber wobei, könnte das da hinten... Das könnte eigentlich... Ich glaube, das ist auch da die beiden. Und da hinten wahrscheinlich. Ja. Der ist ja immer noch nicht tot, ein.
kann ich zwei davon einsammeln. Das wäre natürlich noch genialer. Muss ich nicht doppelt und dreifach laufen. Nein. Und dann werden ausgeschossen. Ja, wunderbar. So, die dritte war. So, 1, 2, 3. Dann haben wir schon mal den ersten. Dann gucke ich gleich nochmal bei dem. Bei dem, wo ich eben war, wo sich die anderen beiden versteckt haben. Fällt das gerade jetzt erst auf, aber die Stimme von Paimon erinnert mich an dieses Schwein aus Seven Deadly Sins und das gefällt mir gerade gar nicht. Ich hasse dieses Schwein. Ich weiß nicht, ob das die Stimme, ob das der Voice Actor ist aus dem entsprechenden Anime oder nicht, aber oh, da läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich hasse dieses Vieh. So. Habe ich hier irgendwo... Ja, hier leuchtet nicht wirklich was auf. Da oben irgendwie könnte noch was sein. Mal gucken. おさわり禁止。瑠璃のように落ちなさい。料理の時間だよ。よいしょ。それ、はあ。料理の時間。相関化粧。 Schien aber nur eine Truhe zu sein.